Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll und ich habe heute wieder den Attavum dabei. Hi, Safari. Und wir spielen heute wieder eine gute Runde Tavern Brawl. Nicht mit S, mit B. Und spielen heute mal auf der wunderschönen Schneemap. Und ja, duellieren uns im Tavern Scroll. Haha, da kommt er doch. Irgendwann mal kommt er immer wieder. Hast du schon gespielt? Nein, noch nicht. Aber ich weiß, was man gewinnen kann, deswegen bin ich übelmäßig gespannt. Ah, okay. Ja gut, ich habe jetzt mir auch ehrlich gesagt nicht durchgelesen, was hier Ding ist. Deswegen habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Also ganz einfach, derjenige Spieler, der dran ist und eine Kiste kaputt macht, bekommt eine Karte auf der Hand. Das ist eine Geschenkkarte. Da könnte irgendein Monster oder eine Zauberkarte drin sein. Hast du drei Stück zum Auswählen und dann kannst du dir, die kostet auch nur einen Mana, glaube ich, oder null. Irgendwie so. Und ja. Das ist eigentlich so grob im Ganzen, worum es hier geht. Und wenn eine Kiste tot ist, kommt da oben wieder der Weihnachtsmann, schmeißt auf deiner Seite zum Beispiel, wenn das bei dir kaputt gemacht wird, die neue Karte hin und dann, ja. Ja, dann habe ich aber jetzt mein Deck gar nicht so gut erstellt in der Hinsicht. Ich habe mir ehrlich gesagt nämlich den Text vom Tavern Brawl nämlich nicht so wirklich durchgelesen. Alles war so nicht so ganz intelligent, habe ich so das Gefühl. Also, es ist vollkommen okay. So, drei Mana. Und ich habe übrigens einen Rat von dir befolgt und diese Karte hier, den Labrador-Gnome, reingenommen. Der ist auch, das ist eine der besten Karten, die es gibt, Alter. Glaub mir, die ist richtig, richtig gut. Warum tötest du ihn? Er hat dir doch gar nichts getan. Weil er mir im Weg war. Er ist der dicke Taunt, der mir im Weg steht. Der dicke 1-3er-Taunt. Achso. Nein! Macht der überhaupt? Don't kill him, no! Oh, jetzt krieg ich auch noch zwei Schaden. Du hast eigentlich die richtige Klasse hierfür gewählt. Du hast einige coole Spells, die du benutzen kannst hier, um die Kiste zu killen. So Power Overwhelming direkt drauf spielen oder sowas. Also ich weiß gar nicht, was du auf Deutsch hast. Du spielst auf Deutsch, habe ich gerade keine Ahnung. Darum spiele ich dieses Spiel auch auf Deutsch. Ach, guck mal, was ich hier hab. Ja. Ja, was hast du denn? Oh, echt jetzt? Du hast doch gar nichts. Aber jetzt kannst du auch eine Kiste kriegen. Das war natürlich nicht so intelligent klug. Die Kiste werde ich mir jetzt auch direkt holen. Oh, the wild. Und sie gehört mir. Du kannst sie doch nicht benutzen. Ja, die kostet ein Mana. Ist ein bisschen doof. Dann das und dann das. Aber mal gucken, was passiert. Nein! Ein Mana. Ja, sehr schön getroffen. Geschenk. Was nehmen wir denn? Und? Es ist Trommelwirbel. Ja, sicher. Alles klar, easy. Ja, ich musste meinen Feldvorteil hier behalten. Ne? Ach, du Heiliger, da kriegt er hier aber die krasse Karte des Todes und holt sich nochmal direkt ein Ding. Ja, jetzt ist die Frage, nehmen wir die hier? Oder nehmen wir die hier? Ja, so viel Zeit hast du nicht mehr, um dir das zu überlegen. Du darfst. Die nächste Runde wird lustig. Das werden wir sehen. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird sie richtig böse. Ja, ich glaube auch, dass die nächste... Oh. Oh, shit. Die nächste Runde wird wirklich richtig lustig. Warte mal, was hast denn du da? Der hier wäre natürlich relativ nice. Was ist es? Wir nehmen jetzt einfach mal die, die hat einfach gerade mehr Value. Was war das, was du als erstes meintest? Lord Jaraxxus. Ja, aber gut. Habe ich aber jetzt nicht mitgenommen. Ich habe mir gedacht, nee, komm. Den nimmst du jetzt mal nicht mit. So. Put this apple on your head. Ja. Mach ich. Du hast auch noch einen Force of Nature. Sag mal, kriegst du eigentlich nur Karten von Druiden oder wie ist das? Ja, das fließt schon mal weg. Das gefällt mir. Komm nicht da rein. Nein. Oh, Gott sei Dank.
Ja gut, jetzt musst du dich halt entscheiden, ob du Face oder auf die Kiste gehst. Ich guck erstmal, was ich kriege. Ach, echt jetzt? Echt jetzt? Oh Mann. Ich mache das. Wäre er tot? Erstmal einmal auf Face. Ah, ich kann jetzt auch auf Face. Das, ja, das kann ich nochmal machen. Du weißt, dass sie trotzdem sterben dann nach dem Zug. Ja, ja, deswegen mach ich das auch so rum. Warum bist du dann. Ah, ist eigentlich eh egal. Stimmt eigentlich. Ja. Bei dir geht schon der Alarm los. Achso, der hat euch. Ja, ich muss jetzt mal kurz gucken, welcher das war. Tschüss. So, jetzt muss ich aber mal langsam gucken, dass hier mal ein bisschen meine Plays laufen. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ja? Ja, natürlich. Das sieht doch schon mal gut aus. Zack. Ja. Den machen wir jetzt endlich mal weg. Der geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Ich hab noch einen auf der Hand. Och nein. Ich mag die Musik hier auf der Map. Ich hab das nur aus Spaß gesagt, wo ich es gezogen habe. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Doch. Oh, Mugler's Champion, sehr, sehr schön. Die Karte, sehr schön. Die vertan. Du hast nicht genug Mana dafür, um zu inspiren. Ja, das ist. Ich nehme erstmal die Kiste. Das ist natürlich immer die Problematik. Habe ich verrechnet. Ich hätte nicht den Message-Jungler spielen dürfen. War mein Fehler. Ja, mein Gott, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ja. Ach. Du musst entscheiden, entweder den einen oder den anderen weg oder eine Kiste holen. Ne? Also. Ach, schau mal an, guck mal, wen ich da hab. Der oh. Spätestens in meinem Zug sowieso weg. Ah, oh, guck mal. Denn ich habe eine Karte, sie kostet 3. Das ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Weil. Ja, also gucken, was wir jetzt ziehen. Ja, nehmen wir doch die. Nee, nicht wirklich, oder? Boah, das kann nicht sein. Wie viel Komm Glück kann man denn haben? Okay. Wie viel Glück kann man denn haben? Der würde auf jeden Fall verschwinden. Aber machen wir mal. Alles klar, okay. Du hast gewonnen, so wie es aussieht. Aber das Gute ist, du kannst jetzt keine Legendary spielen, weil dein Board zu voll ist. Du kannst erst im nächsten Zug eine Legendary aufs Board bringen. Okay. Oh. Nein, die Effekte. Ach, Gott sei Dank, die Effekte wirken. Erst danach, Gott sei Dank. Huh, da hatte ich jetzt kurz mal ein bisschen Schiss. Ja gut, da hätte ich mal gesagt, hier so. Na gut, dass ich eine Eule auf der Hand habe. Natürlich nicht. Ich wollte gerade schon sagen, es kann ja nicht sein, dass du... Ja, also, aber eins muss man sagen, du hast bisher so lucky gezogen, ey. Die ganzen Karten, die du jetzt rausgekriegt hast, die sind echt mega, mega lucky gewesen. Zweimal Force of Nature, hey, das ist absolut Hammer. Damit hättest du mich finishen können, direkt eigentlich rein von der Theorie her, wenn du noch einen Savage Raw hättest oder irgendwas, was die bufft. Alles klar. Okay, Implosion. Oh Gott, 3 Damage nochmal. Es reicht aber nicht. Nee, ich kann dich nicht töten. Ja, sowieso aussieht, werde ich hier das erste Spiel. Ja, da hast du die Runde gewonnen, hast ein bisschen glücklicher gezogen, ha? Huh? Ja, die Top mit den Taunts, das war. Also. Mit den Taunts, das war schon so eine Sache, ne? Also, ich konnte ja alles immer wieder kaputt machen bei dir und der Messer hat
jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte mein Deck umstellen, bin da aus Versehen auf Back gegangen. Ich lade dich sofort wieder ein, ich muss mal schnell mein Deck umstellen. Da ich jetzt weiß, worum es hier geht, werde ich jetzt mal ganz kurz hier für die zweite Runde, weil die nämlich jetzt nicht so lang ging. Ich habe jetzt auf die Zeit geachtet, wieder mal, wie immer. Ja, also es ging nicht so arg lang, aber ich weiß ja jetzt, um was es hier geht, deswegen kann ich mir jetzt hier ein schönes Deck erstellen. Den hier nehmen wir mit. Oh, den haben wir nur einmal. Ja gut, okay, aber einmal reicht doch erstmal. Dann nehmen wir. Aber das ist genau das eingetreten, was ich dir vor der Aufnahme gesagt habe, ne? Was auf meinem Livestream war, dass ich einfach nur alles gezogen habe, was ich brauchte. Ne? Ja, das stimmt wohl. Und ich hätte schon viel eher beenden können, rein theoretisch. Ja, wenn du mit den Trees da in mein Gesicht gegangen wärst. Aber was mir gerade einfällt, ich will ja eigentlich gar kein Druide jetzt mehr spielen. Spielen wir mal was anderes, okay? Oh, nimmst du schon mal an. Okay, ich wollte eigentlich jetzt gerade einen Priester nehmen, aber okay. Ja, nimm den auch, ist auch in Ordnung. Okay, so. Also, Priester. Oh, ich hoffe, dir ist klar, was du da gerade angetan hast. Das Lustige ist ja beim Priester, das ist eigentlich perfekt dafür, weil du kannst beigehen und ruhig auf Kartenzerstörung, auf Monsterzerstörung gehen, alles was Karten oder Schaden macht und sonst irgendwas, weil du bekommst immer wieder neue Monster auf der Hand. Ja, das stimmt wohl. So. An der Zeit öffne ich mal einen Booster, wenn du da rumbasteln bist. Ach, hast genug Geld, alles klar. Ja, ja. 14 Karten, ich bin gleich soweit. Ah, genau, den dürfen wir nicht vergessen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Kein Legendary. Oh, echt jetzt? Warum nicht? Meine seltene Karte ist Uralter Magier, Kampfschrei verleiht benachbarten Diener einen Zauberschaden. Alle Klassen. Ach komm, eins geht noch. Ach nein, nicht Helden. Ich will Karten. So. Machen wir so ein kleines Opening. Machen wir mal hier, keine Ahnung. Holen wir uns noch drei Stück, bis Scroll fertig ist. Ich bin sofort fertig. Ich muss jetzt nur noch zwei Kärtchen hier tauschen. Dann ist das ideal, das Deck, glaube ich. Tja, wieder nur eine blaue drin. So. Jetzt können wir nochmal machen. Das Booster zu Ende. Selten war Lichtwärterin. Jedes Mal zwei Angriffe, wenn der Charakter geheilt wird. Gerade für dich interessant, jetzt weil der Ehepriester spielst. Das zweite Booster hat zwei blaue drin. Golden und selten. Wütender Berserker erhält jedes Mal einen Angriff, wenn dieser Schaden erleidet. Der ist sogar richtig gut. Den spielt man sehr, sehr gerne im Krieger, wenn man so ein großes Board hat, den dann rausspielt mit Charge und dann noch schlussendlich den mit dem Whirlwind dann bufft bis zum Tode. Aber Golden natürlich, ne? Das ist noch viel geiler. Ah, braucht man auf jeden Fall. Erhält jedes Mal eine Rüstung, wenn ein befreundeter Diener Schaden erleidet, wieder für den Krieger Rüstung schmieden. Und das dritte Booster ist mit einer epischen, aber keiner seltenen. Ah, schade. Und was ist die epische? Die epische ist gesichtsloser Manipulator. Faceless Manipulator. Gesichtlicher Manipulator in einer Kopie der selbst verwandelt. Zählt auch für alle Buffs, die diese Viecher dann drauf haben. Weil ja. Der sehr starke Karte, die hat mir noch gefehlt. Der ist richtig, richtig nice. Den habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, habe ich den in Gold oder nicht? Auf jeden Fall fordere ich dich jetzt mal heraus. Wollte ich auch gerade machen. Und dann mache ich dich diesmal aber rund, weil diesmal wirst du nicht so gut ziehen, diesmal werde ich besser ziehen. Ha. Pass also auf. Das hier, mach deinen auf dicke Lippe. Ah ja, jetzt werde ich dich rund machen. Oh, sehr schön. Ich kann gucken, ein bisschen rund ist er schon. Sehr schöne Hand. Ah ja, das könnte man auch so nehmen. Dann packen wir nochmal die hier weg. Ja gut, wir können hier eigentlich direkt eine Combo spielen. Jetzt wirft das mal der Weihnachtsmann hier seine Sachen ab. So, mein Zug und ich spiele jetzt erstmal die hier raus. Happy Feast of Winter Vale. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Scheiß auf der Hand. Das ist natürlich gut, das hört man gerne als Gegenspieler. Nein, also Scheiß ist eigentlich nicht, aber das kann ich gerade im ersten Zug nicht. Ach, cool. Nicht gebrauchen. Ja, ich hätte auch Face gehen können, aber ich will eigentlich Kisten aufmachen. Ich will wissen, was ich da aus den Kisten ziehe. Ich bin ja so ein Kisten- und Pack-Öffner. Ich mach's sowas sehr, sehr gerne. Und ich kann im nächsten Zug trotzdem die Kiste nicht kaputt machen. Na, abwarten.
Mal gucken, was passiert. Doch, ich kann die Kiste sogar kaputt machen. Yay! Das war jetzt eigentlich nicht so ganz intelligent, wenn ich ehrlich bin. Ja, wieso? Weil der Void Pyromancer jetzt nochmal aktiviert wird. Oh Gott, war das dumm. Aber ich habe jetzt einige Karten gezogen, das ist schon ganz cool. Nein, da kommt das Hellfire. Aber wenigstens überlebt hier die... okay, die überleben fast alle. Das ist ganz nett. Dafür geht's in der nächsten Runde ab. Nee, in der übernächsten, wenn ich mal. Weißt du, was ich mich gerade frage? Was passiert, wenn ich die Kiste von mir silence? Dann ist sie... Ja. Ich denke mal, da wird keine neue kommen. Weil der Effekt ja weg ist. Weil an sich ist das... Das will ich jetzt mal gucken. Tatsache. Ich hätte jetzt eigentlich was anderes machen sollen, aber das ist... Ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich hatte noch die 2 Mana übrig. Aber das ist okay. Mhm. So, jetzt holst du dir... Was? Du spielst auch noch ein gestohlenes Winterwell-Paket, Geschenk. Kannst du es wagen, sowas vom Weihnachtsmann zu klauen? Da hätte sich der kleine Daniel gefreut. Und ein Weihnachtsbaum. Oh, was hast du denn? No way. So. Ah, du Schlingel, hey, du Schlingel. Und nicht der schon wieder, hey. Komm. Was ist passiert? Ich hab keine Kiste. Ah, naja, was soll's. Also willst du es wirklich haben, oder? Kommt einer? Doch, es kommt einer. Das wäre mega lustig gewesen, wenn jetzt einfach keine... Ja, aber ja, immer wenn die Kiste zerstört wird, kommt ja eine neue Kiste. Jetzt gucken wir. Ja gut, aber der Effekt war ja gerade weg. Ja, der Effekt war schon weg, das stimmt wohl. Nee, der Effekt, dass eine gestohlene Kiste, also eine Kiste keine Karte mehr gibt, war weg. Ach so, ach guck mal, was ich hab. Du triffst bestimmt den hier. Nee. Ja, ich habe ganz schön viele getroffen, ne? Hä? Was hast du gemacht? Ich habe Hardpacked Snowball gespielt. Macht aber nichts. Oh, damn shit! Oh Gott, es tut mir echt leid, Atta. Boah, es tut mir richtig leid. Das Lustige ist auch, ich habe jetzt keine Kiste, weil ich meine eigene Kiste kaputt gemacht habe. Das ist schon mal sehr, sehr interessant zu wissen, muss ich sagen. Für null. Ja, die Kisten, die werden ja auch nicht irgendwas kosten. Das wäre ja auch ein bisschen komisch. Ah, oh, meine Frames machen gerade ein bisschen den Abgang. Ah, jetzt haben sie es. Ah, ich wollte die ja vorher legen. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz intelligent gewesen. Alter, warum so viel... Ja, alle in den komischen Manipulator, in den komischen Ding da rein. So. Ach, das trifft sich doch gut. So, dann gucken wir mal, was wir hier jetzt Schönes haben. Wir spielen als erstes mal. Das ist leider ein Mana zu wenig, sonst könnten wir eine richtig coole Combo hier machen. Heil dich doch erstmal. Nee. Tschüss. Okay, weiter. So. Hallo? Ja, 3 bei 27. Oh. Ja, das war jetzt. Morgens. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt gerade. Oh, das war nicht so. Aber es ist okay. Es ist vollkommen okay.
Oh, Dread Inferno, sehr, sehr schön. Gönn dir. Ja, das ist gut. Du hättest gerade beide Karten von dir zerstören können, gell? Hätte ich das. Ja, hättest du. Jetzt gucken wir mal, das waren zwei. Halt. Wie hätte ich die denn zerstören sollen? Du weißt doch gar nicht, was ich auf Hand habe. Doch, weiß ich. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, das war jetzt dumm. Ja, das hätte ich anders spielen müssen. Ah, egal. Ja, Geschenke. So. Was kommt jetzt? Irgendein Spell auf die Spinnen. Oh, Bane of Doom. Ja, der ist doch mal nicht schlecht. Ich wollte eigentlich was anderes haben. Oh, da muss ich jetzt gerade echt boosten. So, dann gucken wir mal. Erstmal schauen wir, was in unserem Geschenk drin ist. Oh, guck mal an, den nehmen wir doch gleich mal mit. Dann spielen wir die hier, dann machen wir so, dann machen wir so. Nein, 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 nein! Nein! Warum? Danke. Warum hat er das getan? Mit ich Recht. Ich hasse dieses Vieh. oh. Ja, komm. Wenn wir die schon mal haben, dann können wir die doch auch gleich mal nutzen. So. Oh, was ich mir gerade... Ah, ich weiß nicht. Oh, Gott sei Dank. Danke, Alter. Du hast mir gerade ziemlich den Arsch wahrscheinlich gerettet, weil die Combo, die ich dann spielen wollte, nicht funktioniert hätte mit dem Ding. Aber guck mal. Ruhe verloren. Guck mal, was wir hier jetzt Schönes spielen. Und zwar spielen wir zuerst. Weißt du, warum ich keine Chance habe? Warum? Weil ich nicht an Geschenke komme. Ja, aber ich habe nur noch 15 AP. Aber was das Problem ist. Ich bin unbesiegbar. Den haben, genau. I am Mal'Ganis. Warum bist du nicht jetzt komplett auf Face gegangen? Weil es trotzdem nicht gereicht hätte. Du hättest gewonnen, klar. Nee, hätte es nicht. 1, 3 sind 4 und 7 sind trotzdem nur 11. Ja. Oh. Und ich hätte mich dann selbst getötet. Warum? Hättest du mit dem Dings, mit dem Gnomen in das Schwein laufen müssen dann. Als Beispiel. Ja, hätte ich, aber der konnte ja nicht angreifen. Den habe ich ja gerade erst gespielt. Aber du hattest recht, ich hätte trotzdem Lethal gehabt, weil ich hatte ja noch mit Lord Jerax, das hätte ich dich noch angreifen können, aber das habe ich übersehen. Ich habe gerade nicht aufgepasst, dass ich noch mit ihm angreifen kann. Oh, jetzt spielt er auch noch einen Taunt. Das kann ja nicht sein. Und ja, +3, +3. Und noch ein Buff, oder? No, ja, nochmal +3, +3. Alter. Gott sei Dank kannst du mit dem doch nicht angreifen, ey. Das wäre ein bisschen böse jetzt. Ja, ich hab's jetzt so gespielt. Ich hab's so verloren, weil du kannst einfach drüber latschen. Weil du bestimmte Karte davon hast, um ihn einfach so zu zerstören. Mit 5 oder mehr. Nee, habe ich leider jetzt zum Beispiel nicht. Aber eine Eule, komm. Nee, habe ich auch oder, nicht. Ich habe auch keine Eule. Nee, das Einzige, was ich habe, ist das. Das ist auch wieder so eine Karte. Warte mal, den Text lesen. Lass 3 zufällige Feinde. Weißt du? Ich habe nur 2 liegen. Du kannst diese Karte normalerweise nicht spielen, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Karte sagt aber: Return 3 random enemy minions to your opponent. Ja, 3. Du musst 3. Das ist ein Muss-Effekt. Nein, das ist kein Muss-Effekt. Das ist ein Kann-Effekt. Ach, guck mal. Du kannst ja nicht auswählen. Guck mal, ein Kann-Effekt ist, wenn du es auswählen kannst. Ein Muss-Effekt ist, wenn der Effekt der Karte sagt, du musst. Und du musst ja in dem Falle. Ja, aber das ist ja auch keine Karte, die jetzt so offiziell ins Spiel gebracht wird, oder? So viel ich weiß. Nehme ich mal an, dass die schon irgendwo erhältlich ist oder so. Oder dass die mal gab oder gibt. Nee, die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Ich glaube nicht, dass sie eine Karte rein jetzt nicht so nicht gibt. Die gibt's wirklich nicht. Ich weiß, dass es die nicht gibt. Das ist so eine Random-Karte, die auch Bosse manchmal haben. Wenn du gegen den Boss spielst in Blackrock oder sowas. Aber wie gesagt, es war halt so eine Karte, du musst 3, steht da, lass 3 auf die Hand geben, aber der bekommt ja nicht Effekt, geht ja nicht. Ja, aber... Jeder,
Also wenn es jetzt ein offizielles Ranking-Turnier wäre oder sonst irgendwas, würde ich jetzt den Judge rufen und der Zug müsste annulliert werden. Ich glaube, so. Die Judge würde dann sagen, nö. Ich glaube schon, weil der Effekt, das Spiel ist ja nicht 100% ausgereift. Und das merkst du halt immer wieder bei den gewissen Karten. Wo der Kartentext ganz klar besagt, du musst 3. Oder wie bei der Eule. Du kannst bei der Eule ja auch nicht sich selbst zielen. Wenn kein Ziel da ist, kannst du die Eule nicht spielen. Ja, aber du musst wiederum das so sehen. Das ist genauso wie bei den ganzen anderen Karten. Zum Beispiel, ich habe jetzt nur als Beispiel mal den Goblin Blast Mage rausgesucht. Der hat als Battlecry, if you have a mech, deal 4 damage random, split it among all enemies. Ja, wo sollst du jetzt einen random Mech haben? In deinem Deck, auf der Hand oder sonst was? Das sind halt einfach Beschreibungen, die halt einfach nur auf das Ding passen müssen in der richtigen Schriftgröße. Und deswegen schreiben die da halt hin, ja, return 3 random... Ja gut, aber der Effekt kommt nur, wenn du ihn auf der Hand hast. Oder auf dem Feld. Oder nicht? Ja, nee, wenn du Mech auf dem Feld... Wenn du Mech auf dem Feld... Goblin... Wie viel kostet die? 4 Mana. Mage-Karte. Mage. 4 Mana. Welcher war das? Ah, den hab ich nicht mal. Muss ich das herstellen. Hier ist eine Mage-Karte. Hundertprozentig. Heißt Goblin Blast Mage. Ich weiß nicht, wie er in Deutsch heißt. Ah, Sprengmagier, genau. Verursacht 4 Schaden, wenn ihr einen Mech kontrolliert. Ist doch da. Steht da. Ja, nee, bei mir steht's ja. Nee, bei mir steht, if you have a Mech. Ja, das ist dann aber dasselbe. Also da heißt es, du musst es ja kontrollieren. Ja, aber have heißt ja rein übersetzt eigentlich nur haben. Ja, wenn du einen. Ja, ist klar, dass es auf dem Feld gemeint ist, ne? Nicht im Deck. Ja, das ist halt, das sind halt die Sachen. Das war ja eigentlich nur ein Beispiel, dass es einfach nur, damit wollte ich dir halt zeigen, dass es halt einfach, die Karten müssen halt, die Texte müssen halt auch auf die Karten passen. Die können da nicht alles irgendwie so ganz genau hinschreiben. Deswegen ist es ja eigentlich auch ganz interessant, immer so zu wissen, wie man die Karten spielt und alles. Ja, gut, aber trotz alledem bleibe ich dabei. Das ist eine Karte, die so vom Effekt nicht treffen kann. Weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also, ich meine, ich habe, WoW Trading Card Game gespielt, ich habe Yugi gespielt, ich habe Magic gespielt und das sind diese typischen Effekte, die dann nicht treffen können, weil wenn nicht genug da sind, dann geht's also einfach nicht. Ja, aber du musst immer denken, das ist weder Yugi noch Magic noch WoW Trading Card Game, das ja. Ist Hearthstone. Ja, sonst sage ich ja, das Spiel ist noch nicht ausgereift, hundertprozentig. Ja, ich finde schon, aber das liegt halt, es liegt im Auge des Betrachters. Einigen wir uns darauf, okay? Natürlich, ja. Ja gut, Alter. Dann hast du noch irgendwelche abschließenden Worte. Nö, ich erteile dir das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag, okay. Diesen Sonntag wird sehr, sehr warmes Wetter werden, weil es ist kurz vor Weihnachten und irgendwie schneit es trotzdem irgendwie nicht. Und guck doch mal beim Atterboom vorbei, ob es bei dem vielleicht Schnee liegen hat auf dem Kanal. Oder was cool. Und da ist auf jeden Fall so ein kleiner roter Button. Ich glaube, der ist rot, oder? Vielleicht ist er auch gerade im Moment weiß. Da müsst ihr mal mit eurer Schneeschippmaus drüber gehen und das mal wegmachen. Schneeschippmaus. Ja, das ist wichtig. Und da müsst ihr dann ganz oft da draufklicken, bis da dran steht, abonniert. Das ist immer gut. Das ich guck jetzt einfach mal hier nach. Es ist rot, ja. Ja, okay. Dann musst ihr... und weiße Schrift. Ja, da müsst ihr das so noch draufklicken, bis da abonniert steht. Und dann wisst ihr, okay... Jetzt ist der Schnee weg. Oh genau. Gott. Und mit dem Wort zum Sonntag verabschiede ich mich. Amen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.